Nach mehreren Absagen und zur Überraschung vieler sagte René Benko am 22. Mai doch noch im KOFAG-U-Ausschuss aus. Er wurde polizeilich vorgeführt und gab sich im Parlament auskunftsfreudiger, als das im Vorfeld erwartet worden war. Yannick Schetti, NEOS-Fraktionsführer im Ausschuss, wollte vom Tiroler wissen, ob er etwa mit dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, dem ehemaligen Finanzminister Gernot Blümel oder auch Ex-Ministerin Elisabeth Köstinger in seinem Chalet N war. Das Chalet habe eine andere rechtliche Komplexität als etwa das Sommerfest am Gardasee, zu dem Benko auch befragt wurde, argumentierte er bei der Befragung. Der dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer reichte daher beim Bundesverwaltungsgericht 3 Anträge auf Beugestrafe ein. Wie die Krone erfuhr, hat man dort nun entschieden, diese auch zu verhängen. Wegen ungerechtfertigter Verweigerung der Aussage, wie es im Beschluss des Gerichts heißt, wird über Benko nun eine Beugestrafe in der Höhe von 700 Euro verhängt. Es ist nicht die erste Beugestrafe, die Benko erhält. Das Bundesverwaltungsgericht verurteilte ihn bereits wegen seines Nichterscheinens im Untersuchungsausschuss am 4. April zu einer Beugestrafe in der Höhe von 1.500 Euro. Insgesamt kosteten Benko das Nichterscheinen und die ungerechtfertigte Aussageverweigerung also 2.200 Euro. Die Höhe ist ein Hohn, heißt es dazu von gleich mehreren U-Ausschussparteien. Im Zuge beider U-Ausschüsse wurde bekanntlich bereits über die Anhebung der Strafen debattiert. Auch im Abschlussbericht des Ausschusses wurde festgehalten, dass die Strafen für unentschuldigtes Fernbleiben von Auskunftspersonen im Verhältnis zu den Beugestrafen deutlich angehoben werden sollen. Kritik wurde auch an der parlamentarischen Praxis geübt, dass Auskunftspersonen freiwillig auch auf unzulässige Fragen antworten dürfen. Dies dürfe nicht dazu führen, dass Themen in den Untersuchungsausschuss eingeführt werden, die in keinem Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand oder den Beweisthemen stehen, hieß es.